Dramatische Rettungseinsätze, bei denen es leider oft um Leben oder Tod geht. So schnell wie möglich kommen die Unfallopfer in die Klinik, werden dort bei Bedarf mit Infusionen oder auch Blut versorgt. Zuverlässigkeit ist unabdingbar. Das gilt natürlich auch für die medizinischen Beutel. Sehen Sie, am Beispiel von dem Infusionsbeutel, den ich hier gerade in der Hand habe, der muss eine ganze Reihe von mechanischen Belastungen, wie zum Beispiel so eine Belastung, aushalten. Der muss temperaturbeständig in Außeneinsätzen sein, absolut dicht sein, sodass, wenn er vielleicht auf den Boden fällt, auch nicht platzt. Produziert werden diese zuverlässigen Beutel mit Maschinen, die der Maschinenbauer Kiefel in Freilassing entwickelt. Dabei werden die Beutel während der Entwicklungsphase natürlich intensiv getestet, um jedes erdenkliche Risiko zu minimieren. Ein Beispiel aus dem Krankenhausleben. Stellen Sie sich vor, dieser Beutel, den ich hier so in der Hand halte, hängt über Ihrem Krankenbett und dieser Hänger versagt. Der Beutel fällt auf den Patienten, fällt auf den Boden und platzt. Eine äußerst peinliche Situation, nicht nur für den Patienten, sondern auch für die Krankenschwester und den Hersteller. Und damit solche Dinge nicht passieren, testen wir hier im Innovationszentrum diese Beutel auf alle möglichen Belastungsarten schon im Vorfeld, bevor solche Maschinen überhaupt erst gebaut und ausgeliefert werden. Und ausgeliefert wird eine Menge. Allein 600 Millionen Blutbeutel kommen jährlich aus Kiefelmaschinen. Top-Qualität, die immer weiter verbessert und entwickelt wird. Natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Kunden, mit den Produzenten der medizinischen Beutel. Als Entwicklungspartner unserer Kunden begleiten wir diese von der ersten Minute weg, der Idee des Produkts, bis hin zu Marktstudien, zu Musterproduktionen und zu Konzepten der Gesamtanlagen bis zur fertigen Maschine. Das macht uns so besonders, das lieben unsere Kunden und schätzen die an uns. Wir begleiten die von Anfang bis solche Maschinen, wie sie hier neben mir stehen, auch tatsächlich im Markt ankommen. Maschinen für die verschiedensten Produkte, wobei im medizinischen Bereich natürlich immer höchste Qualität gefordert ist. Als Beispiel für das, was unsere Maschinen können, habe ich Ihnen jetzt mal so einen Blutbeutel hier dabei. So ein Blutbeutel, den kennt eigentlich jeder, der beim Blutspenden ist. Der hängt dann da, das Blut läuft aus dem Körper raus in diesen Beutel. Auch da wieder, stellen Sie sich vor, der fällt am Boden, was das für eine Sauerei gibt. Das darf nicht passieren. Ein anderes Beispiel, ein bisschen weniger bekannt wie so Blutbeutel, sind Kolostomiebeutel. Das sind Beutel, die man, wenn man einen künstlichen Magenausgang hat, am Körper trägt, in die sie diese Sekrete ablagern. Und stellen Sie sich vor, was das für eine Katastrophe wäre, wenn an Ihrem Körper getragen so ein Beutel platzen würde. Sehr unangenehm für alle Beteiligten und vor allen Dingen für den Patienten. In der Notfallmedizin kommen oft solche Beutel zum Einsatz. Die bestehen dann aus drei Kammern. Da sind überlebenswichtige Medikamente drin, die ganz schnell zum Einsatz dann kommen, wenn der Patient kurz vorm Tod sich schon befindet. Und diese Beutel ist die höchste Klasse von Beuteln, die wir auf unseren Maschinen herstellen können. Zumindest im Augenblick, denn bei Kiefel wird ständig weiterentwickelt, weiter verbessert. Entsprechend ist der Maschinenbauer auch in diesem Bereich rund um den Globus gefragt. Mich begeistert jeden Tag hier bei Kiefel an der Medizintechnik, dass wir mit einem Team aus Freilassing, mit einem Team von Mechanikern, Elektronikern, Softwareleuten, Inbetriebnehmern, eine internationale Kunden bedienen können. Die sitzt in den USA, die sitzt in Asien, in ganz Europa. Und wir kreieren mit denen zusammen hochanspruchsvolle Medizinprodukte. Und am Ende des Tages sind wir ein großer Teil in der Herstellung von lebensrettenden und lebenserhaltenden Produkten. Und wo wird das gemacht? Bei Kiefel in Freilassing. Hightech-Maschinen für die ganze Welt, auch für den Bereich der Medizintechnik.